Hi Folks, da ist Flammenhemd sitzt, der DeLorean ist startklar und ich habe richtig, richtig Bock, mit euch zusammen zurückzureisen. Zurück in die 90er. Ich nehme dich mit in diese geile Zeit, der DeLorean steht bereit. Stellt euch vor, es ist Samstagmorgen, ihr sitzt im Pyjama mit einer Schüssel Müsli vom Fernseher und guckt euch eure Lieblingszeichentrickserien an. Und plötzlich ist Werbung. Ja, die hat auch damals schon genervt. Heutzutage kriegt man aber, finde ich persönlich, von Werbung gar nicht mehr so viel mit. Zumindest im Fernsehen nicht. Denn normales Fernsehen guckt man ja fast gar nicht mehr. Das meiste ist ja heutzutage wirklich so, dass man irgendwie sich Streaming-Dienste reinzieht. Irgendwelche Filme, irgendwelche Serien. Ihr kennt das mit Sicherheit auch. Damals war das aber halt noch absolut anders und da wurden halt die Lieblingszeichentrickserien von Werbung unterbrochen. Rückblickend muss ich persönlich aber ganz ehrlich sagen, finde ich die Werbung von damals ziemlich cool. Die war irgendwie noch so ein bisschen lockerer, die war noch so ein bisschen freier und ach, keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, wenn man sich so die Werbung von damals mal heutzutage anschaut. Und genau das machen wir heute. Wir gucken uns einfach mal ein paar Werbespots von damals an. Und ich bin echt richtig, richtig gespannt, welche Spots davon ihr noch kennt und wie ihr die fandet. Und vor allen Dingen bin ich echt gespannt, was so eure Lieblingswerbespots von damals sind. Das könnt ihr mir natürlich im Laufe des Videos gern mal unten in die Kommentare schreiben. Da müssen wir uns auf jeden Fall drüber austauschen. Das muss einfach sein, weil da gibt es mit Sicherheit noch so, so viel, was ich gerade aktuell momentan gar nicht im Kopf habe, was ich jetzt gar nicht so rausgesucht habe. Aber ihr werdet mir da mit Sicherheit auf die Sprünge helfen. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Werbespot. Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber das stimmt nicht. Wir haben das Milka Fresh erfunden. Da ist Minze drin, in einer knackigen Füllung und zarter Schoki von Milka. Aber Vorsicht, ist Coolman. Milka Fresh gibt's jetzt in jedem coolen Laden. Ganz ehrlich, wie geil war er denn bitte? Aber Vorsicht, it's cool, man. Richtig, richtig guter Werbespot, da haben sie ihn. Also einfach, ich weiß nicht, er passt einfach wie Arsch auf Eimer in diese Milka-Werbung. Da oben so ein Almöhi und dann einfach noch so locker, flockig vom Hocker. Hat mir richtig gut gefallen, finde ich auch heute noch super geil, sich den Werbespot anzuschauen, auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt tatsächlich gerade nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber könnt ihr euch noch an den Song erinnern? Ja, es gab tatsächlich einen Song, It's Cool Man, der dann quasi auf diesem Werbespot beruhte. Wahrscheinlich auf irgendeiner Bravo-Hits, schieß mich tot mit drauf, ich kann es euch nicht sagen, aber ja, den gab es tatsächlich und das finde ich dann auch wieder lustig, dass sich aus so einem erfolgreichen Werbespot dann wiederum sowas entwickelt, dass da einfach mal ein Lied rauskommt, das finde ich richtig cool und er war halt auch einfach, zumindest in dem Video, in dem Werbespot, war er ein richtig sympathischer Dude. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Werbespot, schon mal so ein bisschen Sommerfeeling hier bei mir, bei den Bernies 90ern. Weißt du noch im letzten Jahr? Weißt du noch, ein Sonnenstrahl, der war da? Weißt du noch, so schmeckt der Sommer, 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 so schmeckt der Sommer.
So schmeckt der Sommer. Leute, Hammer, oder? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich den jetzt sehe, den Spot, dann kriege ich ja direkt schon irgendwie richtig, richtig Bock auf den Sommer und richtig Bock auf Eis. Also, auch wenn es noch ein paar Monate dauert, das ist wirklich so ein Werbespot, meiner Meinung nach, der vermittelt einem wirklich so richtig das Gefühl und so richtig, macht so richtig Bock auf Sommer. Also das ist einfach, das passt alles komplett richtig gut zusammen. Der Song ist geil, der ganze Spot, der bringt das einfach super rüber, dass man Bock auf den Sommer bekommt und Bock auf Eis hat. Was soll man da großartig noch zu sagen? Absolut gelungen. Kann ich nichts anderes zu sagen. Ja, wo bleibt er denn, der Sommer? Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und dann gönne ich mir erstmal ein schönes Eis. Kaum stehe ich hier und singe, kommen sie von nah und fern und fangen an zu knabbern, sie haben halt Hülte gern. Sie singen und sie tanzen, sie lachen und sie schreien und wollen noch mehr Hülte, die lecken Knabbereien. Komm auch du, greif zu, komm auch du, greif zu. Kaum stehe ich hier und singe, kommen sie von nah und fern. Sie hauen mir auf die Fresse, sie können mich nicht mehr hören. Komm auch du, schlag zu. Kennt ihr das noch? Haben wir damals irgendwie umgetextet und das war sehr, sehr lustig. Aber auch der Ölche-Werbespot mit dem Typ da, klar, er sieht so ein bisschen, irgendwie, weiß ich nicht, Digga. Passt er da so gar nicht so wirklich rein? Einerseits ist er so streng angezogen, so die Haare nach hinten gekämmt, so voll mega spießig, aber dann steht er da und singt seinen Song und alle kommen und wollen was von Öltje haben. Also ja, schon sehr lustig. Ich, wie gesagt, erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass wir das dann halt damals umgetextet haben oder dass das halt umgetextet wurde. Und deswegen ist dieser Werbespot auch auf jeden Fall noch ganz weit hier hinten in meinem Köpfchen drinne. Deswegen habe ich den auch mit in die Auswahl genommen, weil den fand ich einfach cool. Und diesen Song, ne, von wegen, ja, komm auch du, schlag zu oder greif zu, wie es dann ja halt im Original heißt, ist schon ziemlich, ziemlich lustig. So groß aussagekräftig ist er jetzt nicht, der Spot. Ne? Ich meine, er steht da mit seinem Bauchladen und die Leute kommen, ja, und haben halt einfach Bock auf das Knabberzeug. Warum dann auch nicht? Man kann sich auch mal ein bisschen was gönnen. Das ist ja Wahnsinn, Toni. Ihr seid dran. Kein Problem, aber erstmal gibt's ein richtiges Frühstück mit Kellogg's Frosties. Klingt echt gut. Gut? Die sind großartig. Lass ihn raus, den Tiger. Denn Kellogg's Frosties schmecken so. Die wecken den Tiger in dir. Und dir. Weck den Tiger in dir. Ja, auch der Spot ist, finde ich, so rückblickend betrachtet, richtig gut gelungen. Der ist halt richtig cool. Vor allen Dingen, wenn man dann halt noch jünger ist und da vorm Fernseher sitzt und sich denkt, oh ja, hier, ne, schön Kelloggs futtern und dann ist man irgendwie stark und hat den Tiger in sich und dann kann man voll abgehen und hast du nicht gesehen. Haben sie richtig gut umgesetzt, kann ich nicht anders sagen, mit dem Tiger und er da am Skaten und so. Das ist irgendwie so ein bisschen, wie soll ich das sagen, das ist so ein Hauch von Freiheit irgendwie durch diese Kelloggs. Das klingt zwar irgendwie ein bisschen bekloppt, aber das ist das, was dieser Werbespot so im Nachhinein, wenn ich mir den halt heute anschaue, der vermittelt mir dann irgendwie so ein bisschen was wie Freiheit und natürlich auch Stärke, logischerweise. Und ich denke, das haben sie ja damit auch auf jeden Fall bezweckt. Song ist auch auf jeden Fall cool, finde ich immer noch klasse, geht auf jeden Fall ins Ohr, bockt mich auf jeden Fall an und war damals halt absolut cool. War ein richtig, richtig guter Werbespot. Jedes Jahr in Spanien feiern die Dörfer Villarriba und Villabajo ihre Fiesta. Dazu gibt es eine riesige Paella. Aber wenn es an den Abwasch geht, müssen beide Dörfer mit den riesigen, fettverkrusteten Pfannen fertig werden. Jahr für Jahr macht man in Villabajo den Abwasch mit herkömmlichem Spülmittel und viel, viel Schrubben. Aber die Leute in Villarriba haben jetzt Feri Ultra. So wirken herkömmliche Spülmittel gegen Fett. Feri Ultra
hat mehr Fettlösekraft. Es lockert das Fett und löst es einfach ab. Ein glänzendes Ergebnis. Und während Villariba schon feiert, wird in Villabajo noch geschrubbt. Feri Ultra ist dermatologisch getestet. Es ist pH-neutral und schont selbst empfindliche Haut. Feri Ultra, das kleine Wunder gegen Fett. Tja, so ist das, ne? Die einen schrubben immer noch und die anderen sind fett am Party machen. Das war auch damals wirklich ein wirklich gelungener Werbespot, weil der ja nun einfach echt das richtig gut rübergebracht hat, so nach dem Motto, los, ihr müsst hier unser Spülmittel kaufen, weil sonst wird das nichts mit dem Feiern, sonst könnt ihr das knicken, sonst könnt ihr es absolut vergessen. Und das wird wiederum auch so, wenn man da mal rückblickend vernünftig drauf guckt, haben sie das sehr cool umgesetzt, so, ne, also wie gesagt, kauft unser Spülmittel, sonst schrubbt ihr da noch die nächsten Nächte und dann hat sich das was mit Spaß haben und feiern. Und das ist auf jeden Fall gut rübergekommen, meiner Meinung nach. Das haben sie top vermittelt und ich fand den auf jeden Fall sehr, sehr cool, den Werbespot damals. Habe ich tatsächlich gerne geguckt. Also habe ich mir jetzt nicht in Dauerschleife irgendwo angeschaut, aber wenn der kam, ja, fand ich immer sehr lustig anzuschauen. Wie sieht's denn jetzt mit euch da draußen aus? Sagt doch mal ehrlich, was sind denn so, wenn ich jetzt so sagen würde, die Top 3? Was sind denn eure Top 3 Werbespots aus eurer Jugend, also aus den 90ern? Das würde mich doch echt wirklich brennend mal interessieren. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Wenn ihr nicht auf 3 kommt, dann schreibt mir auch gerne nur euren Lieblingswerbespot oder die besten 2 oder auch mehr als 3. Was ihr wollt, ist überhaupt kein Problem. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und würde sagen, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit dieser kleinen Werberunde in den 90ern. Schon sehr lustig und teilweise auch ziemlich kurios, was die da damals gedreht haben, aber immer noch cool anzuschauen. So, ich bin raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Bernie. Tschüss.